Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Mittwoch, den 14.06.2023. Schauen wir, was wir heute haben für Energie. Ich bin Kali, aus dem Tod die Wiedergeburt. Ja, Phönix aus der Asche, ja. Mag sein, dass du heute etwas, wie es aussieht, erlebst, was dich sehr belebt, ja. Vielleicht hast du schon gar nicht mehr dran geglaubt, hast die Hoffnung daran aufgegeben, ja, weil vielleicht auch lange eine Stille herrschte, Grabesstille, ja, vielleicht kann es auch sein, dass jemand hier wie aus der Asche wieder aufersteht, der dir sehr fehlt, ja, also ja, jemand einfach auch wieder zurückkehrt, ein bekannter Mensch, ne? Ein, ja, ein Mensch in der Liebe natürlich oder auch in anderen Konstellationen, ja. Ja, hier geht jetzt etwas vorwärts, hier gewinnt es an Neustartenergie, an neuem Leben, ja, aber es ist etwas Bekanntes, ne? Das, was nicht wohlgetan hat, das bleibt zurück. Ne? Das, was lebensfähig ist und bewahrenswert ist, das kommt wieder einfach auch zum Vorschein. Ja? Kann sein, dass es sehr mit deinen eigenen Kräften auch zu tun hat. Ja, vielleicht kommst du wieder auch zur Genesung, zur Stärke. Vielleicht ja, hast du jetzt auch gerade zum Beispiel Urlaub, ne? Oder so ein paar freie Tage, wie auch immer, ne, so dass du dich regenerieren kannst und dann heute das so richtig auch spürst, was du, wie du wieder zu Kräften kommst, ne? Ja. Ansonsten, ne, kann es sein, dass heute etwas eine Botschaft kommt, eine Rückmeldung zu irgendetwas, ja, vielleicht zum Beispiel, ne, im Beruflichen zu einer Bewerbung zum Beispiel oder ja, Antwort von einer, ja, von einer Person, einem Menschen oder vielleicht auch von einem Amt oder ja, Behörden, wo du schon gar nicht mehr damit gerechnet hast, ja. Ja, geradezu eine Auferstehung, eine Wiedergeburt, ne? Ja, aber eben mit neuen Kräften ausgerüstet, ja, wohltuend, gestärkt. Ja, so, ne, dass es auch dich wieder mit voranbringt. Ja, was haben wir hier? Oh, eine Königin, schon wieder eine Königin, die Königin der Stäbe. Ja, guck mal. Na, naja, gestern hast du vielleicht einen Kelch nochmal selber gut aufgetankt, ja, hast dir vielleicht selber auch sehr wohl getan, dich vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen dafür, und heute kann es hier so richtig energiegeladen auch vorangehen, ne? Königin der Stäbe, die ist engagiert, die ist vorne dran, ganz selbstbewusst, ja, inspiriert, begeistert, ja. Aber, ne, sie, ja, sie achtet ihr Potenzial, ne, sie weiß, was sie tut, ist da auch unabhängig, ne, lässt sich da jetzt auch nicht irgendwie reinreden und beeinflussen, ne, ist die Königin der Stäbe, ne, die ist ganz bewusst mit ihrem Potenzial auch losgegangen, ne. Ja, ne, vielleicht erlebst du hier auch für eine bestimmte Idee, eine Inspiration, vielleicht auch für ein Hobby, das du wiederbelebst zum Beispiel oder irgendeine Beziehung, ja, einen Kontakt, ja, eine Auferstehung geradezu, ne? Ganz viel Energie, das kann dann vielleicht auch dein Gegenüber sein, was auf dich zukommt, ne? Kann Mann wie Frau sein, aber eben so in dieser Energie, dass ja, selber sehr viel energetische Stärkung stattgefunden hat, ne? Da ist immer noch ein bisschen Entwicklungsspielraum hin zum
König der Stäbe, na, so wie gestern auch, dann der Entwicklungsspielraum zum König der Kelche. Ja, also dem nach außen gehen mit der Liebe, ja, noch Spielraum besteht. Ja, hier ist zumindest erstmal fürs eigene Leben auch sehr viel Leidenschaft dann wieder zurückgekehrt. Ne? Das kann für dich jetzt, wie gesagt, zutreffen, aber auch für die Person oder die Situation auch. Ne? Durchaus, der du hier begegnest, in der du dich heute wiederfindest. Ja. Königin der Stäbe, vor allem verbunden mit Schütze. Vielleicht spielt das für dich eine Rolle. Ja. Ja. Gehst du heute auf alle Fälle deine Sachen auch sehr engagiert und bewusst an, ja? Ja, bist in guter göttlicher Verbindung, ne? Die Stäbe sind ja die Energie, ja? Und da steht einfach die göttliche Welt auch stark im Hintergrund und rüstet dich gut aus. Ja, was haben wir hier? Release. May you lay down your burdens. Ja, loslassen, lasse los. Mögest du niederlegen. Ja, auch deine Grenzen, deine Lasten, deine Fesseln. Ja, das, ne, was dich gefangen nimmt. Ja, geh selbstbewusst voran, ja. Der Tod, na, von der großen Arkana her gedacht, symbolisiert, dass ja ein Auswahlprozess schon geschehen ist, na, das, was nicht wohltut, wurde zurückgelassen, das, was bewahrenswert ist, weitergetragen. Und hier wird jetzt einfach auch bewusst damit gegangen. Ja, hier hat ein Loslassprozess dann stattgefunden. Ja, aber schau, was du vielleicht, na, wie gesagt, es ist die Königin, nicht der König der Stäbe. Was du noch weiter auch Gutes für dich tun kannst, um dich selber auch zu stärken, voranzugehen. Ja, noch ein Selbstbewusstsein ja, zu gewinnen, ne, an Lebensenergie, an Mut nach außen gehen, ja. Ja, werde da kreativ, ne? Stäbe haben auch mit Kreativität sehr zu tun, mit Inspiration, ja. Ja. Mach dir einen Plan für das vielleicht. Spiel es einfach mal durch, ne, für das, wie du dir ja die nächsten Schritte in einer bestimmten Sache oder jetzt so dein Leben für die nächste Zeit vorstellst, ne? Ja, denk da einfach mal auch ohne Grenzen, ja. Zumindest denken, ja. Kreieren. Ja, ich wünsche dir alles Gute dafür. Heute einen gesegneten Tag, tolle Energie und Ausstrahlung ist auf alle Fälle auch sehr mit dir Anziehungskraft. Insofern, ja, ziehe an. Alles Gute dafür und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.